So, jetzt? Jetzt. Alles klar. Ich habe mich in der vergangenen Woche mal ein bisschen mit dem Korrektivverbot beschäftigt, aus naheliegendem Anlass zuletzt. Kompakt. Kompakt, genau. Korrektivverbot. Zuletzt wegen als Anlass des Gerichtsbeschlusses der einstweiligen Rechtsschutz, also dass das Kompaktverbot erstmal eingefroren wurde, im Gegensatz zu einigen anderen Sachen, die da mit dabei waren. Und also ich finde, da ist nichts zu klatschen, dass die Urteilsbegründung ist, hat es schon in sich. Aber was mein eigentliches Anliegen war, der Grund des Verbots ist ja, die Grundlage des Verbots ist ja das Vereinsgesetz, wie wir alle wissen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich Vereinsgesetz höre, denke ich an eingetragene Vereine und habe mir gedacht, naja, da geht es also darum, wie Vereine organisiert sind. Und das habe ich lange gedacht und auf der Basis ist es natürlich völlig lächerlich, das Kompaktmagazin zu verbieten. Ein Medienunternehmen, eine GmbH und eben kein Verein in irgendeiner Art und Weise. Und wenn man sich aber einerseits die Vorwürfe des Innenministeriums anschaut und andererseits die Begründung des Gerichts, das also das Verbot erstmal aufgeschoben hat, stellt man fest, die beziehen sich zum Beispiel gar nicht auf den Paragraphen 2 des Vereinsgesetzes, wo erstmal festgelegt wird, was ein Verein ist. Das taucht da gar nicht auf. Die beziehen sich auf Paragraph 3. Da geht es um das Verbot an sich, also mehr oder weniger um den Vorgang schon. Und auf Paragraph 17, da geht es darum, dass auch Organisationen, also wenn man es aus unserer Warte liest, aus Organisationen, die als nicht als Verein organisiert sind, sondern zum Beispiel als GmbH, als Aktiengesellschaft oder ähnliches, auch verboten werden können auf der Grundlage. Und zwar, wenn man aus unserer Sicht denkt, denkt man erstmal, es geht darum, wenn die zum Beispiel Anschlussorganisation eines Vereins sind, wenn sie Unterorganisation sind, wenn sie Mediengesellschaft eines Vereins ist, der verboten wird, dann kann man eben auch solche GmbHs mitverbieten. So wäre es für mich plausibel, aus meiner Laiensicht. Und das hat sich gezeigt, das ist grundfalsch. Die Gerichte gehen davon aus, das Verbot nach Vereinsgesetz ist rechtmäßig. Und deswegen habe ich mir das eben genauer angeguckt. Und das Erste, was ich festgestellt habe, ist, die beziehen sich eben nicht auf Paragraph 2 des Vereinsgesetzes, die beziehen sich auf Paragraph 9 Grundgesetz. Und Paragraph 9 Grundgesetz ist, alle Deutschen haben das Recht, sich frei also zu Vereinigungen und Vereinen zusammenzuschließen. Und Paragraph 2, also Absatz 2 von Paragraph 9 behandelt Vereine und Vereinigungen, die sich gegen das Völkerrecht wenden, gegen das friedliche Zusammenleben der Völker und gegen das Grundgesetz. Das kann man also nachvollziehen, die dürfen verboten werden. Und Paragraph 3 ist nochmal eine Einschränkung, geht jetzt zu sehr in die Details. Also der Punkt ist, die Frage ist, geht es um Vereine oder geht es um Vereinigungen? Und dann habe ich mir mal das Vereinsgesetz angeschaut. Und das ist noch schlimmer als das Infektionsschutzgesetz. Ihr erinnert euch bestimmt. Wenn man ins Infektionsschutzgesetz schaut, findet man das Wort Infektion sehr häufig und fast noch häufiger findet man das Wort Ermächtigung. Wenn man ins Vereinsgesetz schaut, findet man das Wort eingetragener Verein nicht ein einziges Mal. Dafür findet man das Wort Verbot sehr häufig, nämlich in jedem einzelnen Paragraphen. Es ist also eigentlich kein Vereinsgesetz, es ist ein Verbotsgesetz. Es geht um das Verbot von Vereinigungen und Vereinen. Und von der Warte versteht man, warum die Richter und die Juristen allgemein sagen, man kann mit diesem Gesetz Vereinigungen, also auch Wirtschaftsvereinigungen jedweder Art, grundsätzlich verbieten. Und dann geht es in dem Gesetz bloß noch darum, zu klären, wie das erlaubt wird. Also es ist im Prinzip ein Gesetz, das dafür gemacht ist, den Artikel 9 des Grundgesetzes auszuhebeln. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, wird einiges sehr viel klarer. Und das wollte ich heute beitragen. Vielen Dank. Guten Tag.
Hallo. Und Daniel? Ja? Wunderbar. So, dann guten Tag nochmal. Ich habe jetzt geguckt, etwa vor einem Monat habe ich erzählt zum Thema Krinki, wenn Sie noch wissen, was ist das. Krinki war ein sehr kleine Stadt am Dnipro-Ufer und die ukrainische Armee wollte diese kleine Dorf unbedingt behalten, diese nur mit einer Ziel, mit einer politischen Ziel. Ich habe schon erzählt, in diesem Dorf gab es 350 Leute in besten Zeiten und dieses Dorf ist militärisch sehr ungünstig geladen. Von allen Seiten kann man dort beschießen, deswegen hat die russische Armee diese Krinki nicht genommen von Anfang. Es ist gefährlich, aber die ukrainische Armee Monat für Monat haben die Leute in diese Krinki geschickt. Nur mit einer Gedanke. Die deutschen Medien und andere Medien sagen, die ukrainische Armee hält diese Brückenkopf. Von hier bekommt ukrainische Armee einen Sprung in Richtung Krim. Es war lustig eigentlich, aber so viele Leute wurden getötet in dieser Krinki. Nur mit einer Ziel, politischer Ziel. Jetzt ist noch eine politische Ziel, Kursk-Gebiet. Ein Teil von Kursk-Gebiet in der Nähe von Grenze. Und was ist interessant, dass die deutschen Medien von Anfang haben gefragt, was will Zelensky dort haben, wofür braucht er das? Und es gibt mehrere Varianten von Zelensky auch. Und Zelensky hat zum Beispiel gesagt, wir wollen praktisch Rache machen. Es war erst seine Gedanke, die Russen sollen auch Krieg fühlen. Danach wurde Variante, wir wollen diese dort die Gefangenen nehmen und dann können wir dann tauschen mit werden unsere Gefangenen in Russland. Danach dritte Variante war, wir wollen so viel wie möglich Fläche nehmen und danach tauschen diese Fläche auf Donetsk-Fläche zum Beispiel. Das ist schon auch vorbei. Gestern habe ich neue Version gehört. Er hat gesagt, wir wollen eine Pufferzone machen, um von diesem Territorium keine Geschosse in unsere Richtung geflogen haben. Es ist eine Lüge eigentlich, aber wahrscheinlich die Berater haben das empfohlen, diese offizielle Version. Warum ist das eine Lüge? Dort gab es keine russische Armee. In diesem Bereich gab es nur Grenzkontrolle, Einheiten und praktisch alles. Ein bisschen weiter gab es die jungen Rekruten, etwa 10 Kilometer vor dieser Grenze. Und deswegen haben die Ukrainer das gefunden, diese Strecke, und nach vorne gegangen. Jetzt höre ich immer wieder Sudja. Sudja, haben Sie gehört? Суджа ist noch in ukrainischer Hand. Noch in ukrainischer Hand. Was ist das eine Суджа? Komischerweise heißt es eine Stadt. Es ist wirklich komisch, weil diese Stadt ist nur weniger als 5000 Einwohner. In besten Zeiten vor 10 Jahren gab es dort 6000, in letzter Zeit 5000 und nur Fläche eine 4 Quadratkilometer. Können Sie sich vorstellen, was bedeutet 4 Quadratkilometer? Und diese ist lang, etwa 1,5 Kilometer breit und etwa 3 Kilometer lang, etwas schmaler ab und zu. Und das bedeutet, wenn diese Straße ist, zentrale Straße ist, dann in diese Richtung bis zum Grenze 5 Minuten zu Fuß. Und in diese Richtung auch 5 Minuten zu Fuß. Schluss, es ist eine Stadt. Ich glaube nicht.
das steht hier. Und gestern habe ich im deutschen Fernseher eine Reportage gesehen von Suji. Und ukrainische Soldat sagt, wir sind im Zentrum. Er hat gesagt, und dann fahren wir weiter. Und dann sehen wir plötzlich ein Schild nach rechts, 1,7 Kilometer bis zum Suja-Zentrum. Genau das habe ich praktisch gemeint, weil es war eine am Rand von dieser Suja und Zentrum ist noch 1,7 Kilometer weiter. Wofür braucht man das? Also 4 Kilometer, Quadratkilometer. Die Ukrainer sagen, 1000 Kilometer kontrollieren wir. Sehr interessant, schon möglich. Aber was ist das, 1000 Kilometer? Es ist 3% von Kursk-Gebiet. Etwa 30.000 Quadratkilometer gibt es insgesamt bei Gebiet. Und hier 1000, 3% ungefähr. Und ach so, Moment, nochmal. Und die wollen diese Gebiet tauschen, natürlich, das passt nicht. Und na, Moment, ich habe ein bisschen verpasst, etwas verpasst. Ach so, und jetzt kommen die russische Armee und so weiter, um das zu beenden. Nur mit politischen Zielen haben die Ukrainer die beste eigene Einheiten mit ausländischen Waffen, ausländischen Geräten geschickt. Mal sehen, was kommt zurück. Das ist schade eigentlich. Und was noch interessant, dass die russische Geheimdienst ist das ganz bestimmt verpasst und schon zweite Mal. Was verpasst? Wie konnte etwa 10.000 Soldaten in Summe Gebiet, Grenze zu Kursgebiet, sich sammeln, um das nicht zu bemerken? Diese Trick gab es schon in Ukraine, schon zweimal. Letztes Mal in Kharkiv. In Kharkiv gab es genau solche, die Soldaten als Zivilisten sind gekommen und dann die wohnen in Umgebung als grob gesagt, Touristen, Zivilisten. Und danach, als diese ersten 400, 500 Soldaten durchgebrochen durch diese Grenzlinie und Grenzkontrolle, dann sind alle einen nach dem anderen neue Geräte bekommen, diese Geräte wurden auch verstärkt. Das ist auch eigentlich Problem vom russischen Geheimdienst, man kann das zugeben. Und dann plötzlich gibt es 10.000 ukrainische Soldaten auf dieser Fläche. Aber welche kommen zurück? Wie gesagt, es ist fraglich. Jetzt gibt es mehrere Gedanken in Russland und relativ ruhig ist Präsident Putin, aber es gibt viele Leute, die sagen, wir können das, wir sollen das endlich beenden. Und in deutschen Medien habe ich gestern noch einmal gelesen, eine Gruppe von russischen nuklearen Wissenschaftlern haben gefordert, die kleine nukleare Waffe zu verwenden. Das bedeutet, was denken die russischen Leute zurzeit zu dieser Sache? Und Begründung, dass Ukraine kämpft eigene Souveränität, es ist eigentlich lächerlich, weil die Ukraine hat schon eine Souveränität. Das Problem war eigentlich nur, dass Ukraine plötzlich möchte ein Teil von NATO sein. Und NATO hat nichts dagegen gemacht. Und wenn ich höre, alle Regierungen, alle Staaten dürfen in NATO eintreten. Es ist auch Lüge, eine Lüge. Russland wollte zweimal, mindestens zweimal
in NATO eintreten. Und das wurde nicht angenommen. Und komischerweise, ja, kann man sagen, ja, alle Staaten dürfen das wünschen, aber NATO hat versprochen, Ukraine nicht annehmen, in meine, nicht weiter nach Westen sich erweitern. Und das bedeutet, Russland kämpft nicht gegen Souveränität, nur gegen NATO-Staat Ukraine. Danke. Es gibt zwei Arten von Werkzeugen, es gibt einen Nagel und einen Hammer. Ein Hammer hat die Eigenschaft, wenn ein Zimmermann den verliert, dann ärgert er sich. Beim Nagel sieht es schon anders aus, das ist eher für den Einmalgebrauch gedacht. Welchen Vorteil hat die Ukraine bei ihrem Krieg? Welchen Vorteil hat Israel bei dem Krieg? Ich denke, die Frage, die kann sich jeder selber beantworten. Vielen Dank. Ich begrüße alle hier Anwesenden in der Mahnwache für Frieden Dresden. Und zwar möchte ich versuchen, in der Kürze der Würze über zwei Dinge zu sprechen. Das erste, worüber ich sprechen möchte, ist über das Wort subjektives Widerstandsrecht. Und das zweite über Kursk in Russland gelegen. Das subjektive Widerstandsrecht beinhaltet die Gedanken auch von solchen Menschen wie Immanuel Kant, dass jeder Mensch im besten Falle ein Individuum ist mit eigensten ethischen, menschlichen Ansprüchen und Wesenhaftigkeit. Und dem gilt das unveräußerliche subjektive Widerstandsrecht knapp am Naturrecht, dem Existenzrecht jedes Menschen, sich im Zweifelsfalle, wenn sich tausend so verhalten, als handelndes Subjekt, sich dann in der eigensten Vorstellung halt individuell auch anders verhalten zu dürfen, wie halt die kompakte Majorität der Andersdenkenden. Weil es halt ein unveräußerliches Recht ist, dass jeder Mensch im besten Falle für sich selber definiert. Das ist vielleicht das Moment im inneren Bewusstsein eines Menschen, der den Menschen in entsprechenden Lebenssituationen eine Lebenserfahrung vermittelt, gegen die er opponieren möchte und auch glaubt zu müssen, weil er sagt, das, was hier gesellschaftlich passiert, entspricht nicht meinen eigensten Lebensvorstellungen. Und da ist meines Erachtens nach das Wort des subjektiven Widerstandsrechts unmittelbar geknüpft, wenn es darum geht, dass jeder Mensch alleine für sich das Recht hat, seine eigene Position und seine eigene Lebensmaxime zu vertreten, dann auch gelernt hat im Rahmen einer politischen Mündigkeit, seinen politisch-gesellschaftlichen Anspruch auch als Subjekt alleine, ohne Mama, Papa, Partei oder andere Organisationen selbstständig im gesellschaftlichen Leben gegebenenfalls zu artikulieren. Das heißt, sich auch alleine auf die Straße zu trauen und im aufklärerischen Sinne und Kraft der eigenen Fähigkeiten zu lernen, ohne Mama, Papa, Organisationen und Parteien politisch im öffentlichen Raum Stellung zu beziehen. Ich gebe zu, ab Freitag fand anlässlich des Stadtfestes am Landtag Mahnwachen statt, weil irrsinnigerweise eine gesellschaftlich-kulturell ambitionierte Veranstaltung paramilitärisch gefräst mit dem Ausstellen
aggressiver Kampfwaffen verunsichert wurde und erfreulicherweise doch so manche Dresdner Bürger sich ab Freitag dort vor diesem Patreon-System sammelte, um den Protest gegen diese Verunsicherung kultureller Ereignisse aufmerksam zu machen. Am Freitag, da waren wir insgesamt doch 20 Menschen, die mit unterschiedlichen Transparenten und Plakaten dort im unmittelbaren Bereich der Patriot standen. Am Samstag waren wir erfreulicherweise vier erfreulicherweise. Und ich hatte mir vorgestellt, dass ich das gerne fortsetzen möchte, auch am Sonntag. Und dann wurde mir dann doch vermittelt von verschiedenen Akteuren, dass sie nicht so ganz in der Lage wären, am Sonntag ebenfalls dabei zu sein. Und das war so ein Moment für mich selber, der ich vom subjektiven Widerstandsrecht spreche, ob ich mich selber traue, alleine irgendwo hinzugehen und alleine meinetwegen meine Position zu markieren. Ich möchte ehrlicherweise zugeben, ich habe zwar immer gerne auch eine große Fresse, aber manchmal, wenn keiner guckt, habe ich doch so Ängste. Bin auch ich schüchterner, ja, als man es mir jetzt hier vielleicht abnehmen möchte. Ich musste mich doch ein Stückchen weit überwinden, mich alleine dorthin zu trauen. Nähere mich diesem Patriot-System und entdecke zu meiner großen Freude, dass dort schon 5 Dresdner aufgebrachte Menschen standen, mit einem großen Transparent, auf dem zu lesen war, Schwerter zu Flugscharen. Also da bin ich doch wirklich belohnt worden, dass ich meine subjektive Angst überwunden habe und gesagt habe, ich gehe da jetzt hin. Am Sonntag war ich besonders motiviert, weil auch ich erst am Sonntag mir die Frage gestellt habe, wie teuer ist so ein Patriot-Raketensystem? Und habe, bevor ich losging, bei der Tagesschau gelesen, dass ein Patriot-System 1 Milliarde Dollar aufwärts kostet, inklusive 600 Euro für die Raketen. Da habe ich diese Information dann gerne am Sonntag dazu genutzt, den Bildungsgrad der anwesenden Patriot-Fans zu überprüfen mit der Frage Dreisatzrechnung, wie viele Kindergärten können wir uns bitte für 1 Milliarde Euro leisten? Also in der Hinsicht belohnt worden. Ich möchte euch auch Mut machen. Ihr müsst nicht das machen, was ich mache. Aber ich wünschte mir, dass jeder einzelne Mensch, der auch heute wieder hier ist, sich selber das sich zutraut, in selber Formen der politischen Artikulation und sei es Comedy, Transparente, Denkzettel kleben oder ich weiß nicht was, was sich jeder einzelne Mensch auch ohne Partei und Organisation traut, als inhaltlichen Punkt in das gesellschaftspolitische Leben einzuführen. Entschuldigung, jetzt schon leider für eine geringfügige Überschreitung, befürchte ich leider, weil ich muss jetzt leider über die Kurs sprechen. 1943 Stalingrad. Stalingrad 1942 im Winter bis 1943 im Winter. Die Schlacht um Stalingrad. Es sind in Stalingrad über 500.000 Menschen in den wenigen Monaten auf beiden Seiten der Front, auf russischer als auf deutscher Seite, zu Tode gekommen vor Stalingrad. Das ergab dann in der Fortsetzung dieser Geschichte von Stalingrad, dass die deutsche Wehrmacht ab dem 5. Juli das Unternehmen Zitadelle startete, wo die deutsche Wehrmacht bei der Unternehmen Zitadelle sich der größten Panzerschlacht der Menschheitsgeschichte hochgerüstet hatte und angetreten ist mit 2.500 deutschen Panzern, auf der russischen Seite 5.000 Panzer, auf der deutschen Seite bei der Schlacht um den Kurskabogen 1943 800.000 deutsche Soldaten und 1,3 Millionen russische Soldaten. Nach 7 Tagen war die Schlacht am Kurskabogen entschieden.
Es waren in wenigen Tagen 800.000 Menschen in Tagen gestorben auf beiden Seiten. Das russische Volk hat bei seinem Sieg am Kursker Bogen 600.000 Soldaten verloren, die deutsche Wehrmacht 200.000. Die Schlacht wurde ausgeführt mit 2.500, mit 1.500 deutschen Flugzeugen, mit 3.000 russischen Flugzeugen, mit 10.000 deutschen Artilleriegeschossen, mit 40.000 russischen Geschossen. Nach, ich glaube, 7 Tagen war die blutigste, größte Panzerschlacht der Menschheitsgeschichte am Kursker Bogen entschieden. Und das führte schlussendlich zur rapiden Beschleunigung des Zusammenbruchs der militärischen Möglichkeiten des Dritten Reiches. 80 Jahre später lesen wir und hören wir jetzt alltäglich von der Offensive der ukrainischen Söldnerarmee der NATO-Terrorstaaten, dass die Ukraine 80 Jahre später nach der Schlacht um den Kursker Bogen dort wieder eingefallen sind mit deutschen Panzern. Hatten 1943 die deutschen Faschisten mit deutschen Panzern gegen das russische Volk gekämpft, müssen wir erleben im Jahre 2024, dass deutsche, kryptoumstrittene Antifaschisten der Blockparteien im Berliner Bundestag wieder wie die Nazis mit deutschen Panzern einen Angriffskrieg auf das russische Territorium unternehmen. Ich komme zum Ende. Meine Einschätzung zu den Vorgängen am Kursker Bogen, ich möchte es kurz machen. Ich gehe davon aus, dass Russland selbstverständlich wusste, dass die Ukraine über 10.000 Soldaten und entsprechende Logistik im Megatonnenbereich am unmittelbaren Grenzbereich der ukrainischen Grenze zu Russland stationiert hatte. Ich gehe zutiefst aus, dass die russische Aufklärung, die 2 Jahre bewiesen hat, dass die russische Aufklärung in der Lage ist, einzelne Artilleriegeschosse wie Patriot, Heimer-Systeme und ukrainische Panzer zu lokalisieren, diese russische Aufklärung im Jahre 2024 erst recht in der Lage ist, so einen Aufmarsch der ukrainischen Armee erkannt zu haben. Meine Analyse zu dem Vorgang war bislang die Frontstellung zwischen der Ukraine und Russland mit 1000 Kilometern für die zunehmend abnehmenden militärischen Ressourcen der ukrainischen Armee an Soldaten und an Waffenmaterial, mit 1000 Kilometer für die Ressourcen der Ukraine bereits heillos überdehnt, haben die Russen aufgrund der Bevölkerungszahl, der Rekrutierungsmöglichkeit und dass über 500.000 russische Soldaten weniger gefallen sind als auf der ukrainischen Seite. Und wir ja hier alle mittlerweile mitbekommen, dass die NATO-Terrorstaaten inzwischen die Waffenlieferungen in die Ukraine drastisch gedrosselt hat. Da haben die Russen Kursker Bogenschlacht von 1943, den die NATO-Terrorstaaten 2024 über ihre Söldnertruppe eröffnet haben, sich gesagt, dann werden wir die Überdehnung der Front für die ukrainische Armee um weitere 300 Kilometer verschärfen und eskalieren, um den Verfallsprozess, der dem auf der ukrainischen Seite folgen muss, zu beschleunigen. Haben Sun Tzu, stelle dich schwach, wenn du stark bist, gerade regelrecht, um die Ukrainische zu diesem Showdown, dieses Angriffs aufs Kursker Gebiet zu verlocken,
ihnen signalisiert, dass die Russen nicht bereit und nicht in der Lage wären, diesen Bereich zu verteidigen. Das war meines Erachtens nach ein Trick der russischen Armeeführung, um über 10.000, das letzte Eliteaufgebot der ukrainischen Armee, dazu zu verlocken, in die Mausefalle Kursk einzurücken. Es ist real zu erwarten, dass wie nach der Schlacht 1943 am Kurzker Bogen, das als entscheidende Schlacht für die abrupte Folge der endgültigen Niederlage des Dritten Reiches das Ende bezeichnete, dass meines Erachtens nach, ich gehe nach wie vor von meiner Aussage und den Analysen und Informationen, die ich bezüglich der Kriegsentwicklung auf dem ukrainischen Terrain habe, dass ich real erwarte, dass dieser Krieg wegen heilloser Überdehnung und Überforderung der ukrainischen Armee kybernetischen Gesetzpunkten folgend verhältnismäßig schnell, auch bereits schon in den nächsten Tagen, Wochen und frühen Monaten kollabieren wird. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke, Lothar. Ich würde mal ganz kurz korrigieren wollen, ein Detail. Und zwar bin ich, was den Preis von Patriots angeht, ganz gut informiert. Der ist lustig. Die 1, irgendwas Milliarden Dollar, die Lothar gesagt hat, das stimmt. Ich habe eine Milliarde gesagt, das ist eine Tagesschau. Das stimmt auch, wenn man sich in Washington D.C. aufhält oder sonst wo an der Ostküste der Vereinigten Staaten. So steht es auch in der englischsprachigen Wikipedia zum Beispiel. In der deutschsprachigen steht was anderes. Das ist auf einen Spiegelartikel zurückzuführen, der also über einen konkreten Kaufpreis recherchiert hat. Und wenn man also als Deutscher offenbar auf dieser Seite des Atlantiks eine Patriot erwerben möchte, dann braucht man 3,5 Milliarden Dollar. So steht es in der deutschsprachigen Wikipedia. So erklärt sich auch der Unterschied. Und das wollte ich bloß nochmal angefügt haben. Also das ist nicht ganz so eindeutig. Ich dreh durch. Dem Preis. Ja, vielen Dank für den Bericht über die Proteste am Landtag. Strich Airline-Speicher gegen die Bundeswehr. Ich war ja vergangene Woche leider aus Gesundheitsgründen nicht da und heute hatte ich ein paar Sachen zu erledigen, bin deshalb etwas später gekommen, aber deshalb kann ich nicht genau sagen, was von diesen Informationen, die ich jetzt gebe, alles schon hier gesagt worden ist. Machen wir mal ein kleines bisschen zeitliche Reihenfolge. Bernd hat sicherlich schon erzählt über die Mahnwache gegen Atomwaffen vom 6. bis 9. August an der Kreuzkirche. Nochmals vielen Dank, dass du dort die ganze Zeit warst und da gab es ja eine ganze Menge Aktivitäten. Es gab beispielsweise auch eine Umfrage mit 4 Fragen. Ich kriege sie jetzt nicht mehr ganz alle zusammen, aber dort ging es darum, Stichwort Verteidigungs Kriegstüchtigkeit. Stellungnahme zu Atomwaffen, Stellungnahme zu diesen Raketen längerer Reichweite, die stationiert werden sollen und so weiter. Und ja, was mir aufgefallen ist, also dort konnten alle ausfüllen, die einfach vorbeigekommen sind, aber das Ergebnis war ziemlich eindeutig. Gegen Krieg, für Frieden. Das zum Ersten. Zum Zweiten gab es ja am 8.8. abends den Vortrag von Regina Hagen, wenn ich mir den Namen richtig gemerkt habe, nur Abrüstung schafft Sicherheit. Auch dort ging es um diese Waffen und beziehungsweise die Geschichte der atomaren Bewaffnung und einschließlich der entsprechenden Abrüstungsverträge und deren Kündigung. Spielte dort eine entsprechende Rolle. Es gab dann auch anschließend eine ganz interessante Diskussion. Das dazu.
Nächster Punkt, es gab auch noch weitere Aktivitäten, beispielsweise zumindest die Leute, die schon die DDR-Zeit bewusst miterlebt haben. Gestern war ja 80. Jahrestag der Ermordung Ernst Thälmanns. Er war ja zwischendurch in verschiedenen Gefängnissen inhaftiert, beispielsweise auch in Bautzen, vorneweg noch in Berlin, und ist dann im KZ Buchenwald ermordet worden. Und ja, dazu gab es verschiedene Gedenkveranstaltungen. Am Sonntag direkt zum Todestag in Buchenwald und am Sonntag vorneweg am 17.8. hier in Dresden am Thälmann-Denkmal. Und auch dort ging es in verschiedenen Redebeiträgen ums Thema Frieden, also beispielsweise um diese Stationierung von diesen Raketen, die geplant ist, und so weiter. Und es gab dort auch entsprechende Veranstaltungsankündigungen, also sowohl bei der Mahnwache gegen Atomwaffen als auch bei diesem Gedenken wurde darauf hingewiesen, dass am 1. September, Weltfriedenstag, an die Kriegstag, das linke Friedensbündnis an der Braunkirche um 11 Uhr eine entsprechende Kundgebung durchführt. Es gibt an dem Tag noch ein paar weitere Kundgebungen, beispielsweise habe ich zufälligerweise mitbekommen, da gab es am 9. 10. August eine Veranstaltung hier am Alaun Park, Refugees Unite, also Flüchtlinge vereint, und da wurde unter anderem ein Flugblatt verteilt, Demonstration gegen Besatzung und Völkermord, Freiheit für Palästina, am 1. September, 15 Uhr, Wiener Platz. Also ebenfalls 1. September, 15 Uhr, Wiener Platz, wobei, wie man darauf hingewiesen wurde, ist ja, das ist nicht nur eine Kundgebung, das ist auch eine Demonstration. Ja, es gibt am 1. September auch noch ein paar weitere Sachen, und ja, was ich mir jetzt nicht aufgeschrieben habe, wurde darauf hingewiesen, ja, Gedenktag an die Opfer des Faschismus soll es eine Kundgebung geben, FID-Denkmal, dort ein Denkmal, ich habe aber nicht genau gemerkt, wo das ist, und auch dann soll es um 20. September in der Schauburg eine Filmvorführung geben, aber wie gesagt, die Termine habe ich mir nicht genau gemerkt. Also das heißt, es gibt glücklicherweise eine ganze Menge Aktionen, ja, und ich habe im Sonntag, hatte leitende Redakteur nicht dieses Wochenende, sondern vorgehenden Wochenende einen Kommentar geschrieben, wo es eben um diese Raketenstationierung ging und eben die Kirchen explizit aufgefordert worden sind, dass sie was dagegen unternehmen. Und ich hatte ihn, weil er auch relativ wenig mitbekommen hat, dass es sonst Proteste gibt, hatte ich ihn auf ein paar der Proteste darauf hingewiesen. Und ja, ich muss zugeben, wenn es mir gesundheitlich besser gegangen wäre und wenn ich etwas munterer gewesen wäre, wäre ich auch mit zum Landtag gegangen. Und ja, ich hatte überlegt, als dort gesagt wurde, es könnte eventuell Schwierigkeiten mit Transparenten und so weiter gehen, hatte ich überlegt, ob ich dieses Schwerter zu Flugscharen-Symbol mal ausdrucke. Wie gesagt, ich habe es zeitlich nicht geschafft. Deshalb vielen Dank, Lothar, dass du berichtet hattest, dass auch noch andere Leute auf die Idee gekommen sind und entsprechende Aktivitäten unternommen haben. Gut. Es war jetzt ein kleiner Überblick über verschiedene diesbezügliche Aktivitäten. Also, es passiert immer wieder was. Und ja, wir brauchen uns nicht entmutigen zu lassen, sondern können gemeinsam weiter für Frieden und für Verständigung uns einsetzen. Vielen Dank. Funktioniert? Ja?
weil ich höre das nicht. Hören Sie? Ah, wunderbar. Was Sie vergessen zu sagen, zuerst danke das zu Herr Lothar zum Krieg vor 80 Jahren. Das habe ich vergessen zu sagen. Fast genau vor 80 Jahren gab es diese Operation Zitadell und gab es genau diese Kurske Bodenschlacht. Ich habe speziell geguckt in russische und in deutsche Wikipedia, die Dauer von diesen beiden sind unterschiedlich. Zitadell wurde etwa 7-8 Tage und danach in deutsche Wikipedia gibt es nicht mehr. In russische heißt es Битва на Курской дуге, das dauert diese Битва, diese Schlacht, etwa 6 Wochen. Deswegen gibt es unterschiedliche Daten für Getötete, für Verletzte, für verlorene Panzer und so weiter und so fort. Komischerweise sind diese beide unterschiedlich, aber trotzdem ist das symbolisch genau vor 80 Jahren. Und natürlich die russische sogenannte Propaganda hat das verwendet, schon wieder. 80 Jahre vorbei und wir schon wieder die deutsche Panzer hier. Das ist das Erste. Das Zweite wollte ich sagen, es gibt, ich habe schon erzählt, es gibt mehrere ukrainische Blogger, russische, was ich gucke und was interessant, es gibt ein amerikanischer Blogger, er spricht, er ist aus Russland, seit 30 Jahren schon in USA, arbeitet als Computerspezialist und er macht die Übersicht Lage auf die Front, auf den Front. Sehr interessant. Er macht das nicht mit irgendwelchen Mitteilungen von Verteidigungsministerium von Ukraine oder Russland. Er macht das selbst mit Video. Wie heißt das? Geolokationen. Es gibt unzählige Video. Er hat diese Lokationen, dann hat er auf einer Karte solche Punkte überall und dann kann er immer wieder diese neue Frontlinie ganz genau praktisch malen. Sein Name ist Саня из Флориды, auf Deutsch Саня aus Florida. Und es ist eine Abkürzung von Alexander, Саня, Alexander. Auf Russisch, wenn jemand das kann ansehen, dann er ist praktisch überall zugänglich. Am besten in Rutube. Rutube, YouTube. Warum habe ich ihn jetzt genannt? Weil er hat gesagt, was bedeutet Ukraine, was meint Ukraine mit diesen 1000 Quadratkilometer besetzte Gebiet in Kursgebiet, besetzte Fläche. Er hat diese Linie gemalt, wie fahren die kleine ukrainische Gruppe, 2-3 Fahrzeuge mit 10 Leuten hin und her in alle Richtungen, normalerweise mit kleinen diese Waldstraßen, mit Landstraßen und bis zum nächsten Dorf. Und wenn diese Stadt ist 4000, 5000, das bedeutet, das Dorf ist etwa 30, 40 Leute, vielleicht 300. Und dann machen eigene Foto, machen eigene Fahne unbedingt. Unbedingt eine Foto auf diese. Wir haben das genommen. Und dann weg. Oder bleiben einige Zeit, fahren in Laden und danach weg. Immer wieder, immer wieder. Und deswegen er hat gemalt solche Linien von dieser Grenze in alle Richtungen solche Linien. Und danach ukrainische Verteidigungsminister gemalt solche Linien als, wie heißt es, die Oberfläche, da? Nee. Ja,
als Grenzlinie. In Wirklichkeit, das ist nur bestimmte Gruppen, relativ kleine Gruppen. Ja, und relativ große Gruppe steht praktisch auf im Bereich von Grenze. Sie wollen dann zurück wahrscheinlich, mal sehen. Aber natürlich etwa 30 Kilometer bis 40 Kilometer von einer Grenze gefahren, es ist viel. Aber es sieht so aus. Gut, danke, das war's. So, am Freitag war ich ja nun auch auf dieser Veranstaltung beim Landtag, wo man sich über die Karriere bei der Bundeswehr informieren konnte, mit den ganzen Vorteilen, gute Bezahlung, gründliche Ausbildung, da kann ich noch mehr davon erzählen, aber das mache ich jetzt nicht. Und man braucht nicht allzu viel nachzudenken. Man kriegt einfach gesagt, was man zu machen hat. Das ist in meisten Berufen leider nicht so, aber bei der Bundeswehr, wie gesagt, man braucht nur zu machen, was man gesagt bekommt. So, und da habe ich gesehen, wie die jungen Menschen, die dorthin kamen, wie die fröhlich die Sachen anprobiert haben, Helm, Schutzweste, ein Rucksack, der mit ein bisschen Gepäck beladen war. Und als ich das gesehen habe, da habe ich mich gefreut, dass unsere Jugend doch noch zu etwas gut ist. Naja, wusstet ihr, dass man bei der Bundeswehr sich seine Klinik selber raussuchen kann? Also zumindest die Fachrichtung. Zum Beispiel kann man sich in Panzer setzen. Und diese panzerbrechende Munition, die zerbricht den Panzer nicht, da braucht er keine Angst zu haben. Die setzt nur das Innere in Brand. Also geht es dann in die Klinik für Schwerbrandverletzte. Oder wer lieber draußen im Freien arbeiten will, da braucht dann vielleicht mal eine Klinik, die einem das zerfetzte Gedärm wieder zusammenfliegt. Also kurz gesagt, wenn jemand Menschen kennt, mutige Menschen, die sonst sich mit 300 der Autobahn entlang drängeln, wer solche mutigen Menschen kennt, bitte schickt sie dorthin, schickt sie zur Fremdenlegion der Ukraine oder zur Bundeswehr oder wohin auch immer, damit es hier ein bisschen friedlicher zugeht. Danke. Hey. Ich war dieses Jahr zum ersten Mal zum Stadtfest, wie ihr euch denken könnt, wegen der Bundeswehr. Ich wollte es ja mal erleben. Aber ich will bloß noch eins ergänzen, was wahrscheinlich wenige gesehen haben. Ich bin mal außen rum gegangen und auf der Seite zur Senize hin hatte die Bundeswehr ein Transparent gehangen. Sehr interessanter Text. Wir kämpfen auch dafür, dass ihr gegen uns sein könnt. Ich fand es ja jedenfalls sehr lustig. Und wir haben es ja dann zum Teil auch ausprobiert, ob es funktioniert. Nicht ganz so, wie wir uns das gewünscht hatten. Danke. Damit möchte ich euch für die vielen wertvollen Beiträge bedanken. Und freue mich, dass wir hier
unser offenes Mikrofon zahlreich genutzt haben und möchte an der Stelle die Forderung der Mahnwache verlesen. Wir fordern den Stopp deutscher Kriegsbeteiligung und das Verbot von Rüstungsexporten. Wir fordern keine Bundeswehreinsätze im Ausland oder im Inland gegen die eigene Bevölkerung. Die Bundeswehr hat eine Verteidigungsarmee zu sein. Wir fordern keinen Drohnenkrieg von deutschem Boden. Wir fordern keine Atomwaffen auf deutschem Boden. Wir fordern Respekt vor dem Leben statt Ausbeutung und Profitzwang. Wir fordern Politik für das Allgemeinwohl statt Lobbyismus und Korruption. Und wir fordern Humanismus statt Kapitalismus. Das war die letzte Forderung. Die vielen gefällt ja weg. Freue ich mich auch sehr drüber. Danke, dass ihr hier seid und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder in alter Frische. Dankeschön.